Testspiele haben in der Regel einen eher minderen Reiz, doch gegen Argentinien war es für Deutschland schon eine gewisse Herausforderung und vielleicht auch ein kleiner Appetizer zum Spiel gegen Estland dann am Sonntag zur Europa League Quali. Die erste Chance hatten dann hier auch die Gastgeber. Joshua Kimmich aus knapp 16 Metern setzt den Ball aber etwas zu hoch an, dann über die Querlatte hinweg. Armani im Tor, der Argentinier muss nicht eingreifen. Das Spiel verflachte dann und hatte dann wirklich eher keinen sonderlichen interessanten Faktor zu bieten. Was dann natürlich doch noch im Fokus stand, war Marc-André Ter Stegen, der hier sich aber keine Fehler zu Schulden kommen ließ und auch Flanken immer wieder einfach abfangen konnte. Keine Schwäche bis dato, hatte aber auch noch keine große Herausforderung bislang gehabt. Nun wieder Argentinien, kurz vor dem Seitenwechsel. Lautaro, das ist dann mal gut durchgespielt, Rodriguez mit dem Abschluss. Doch der ist abgefälscht und dadurch komplett harmlos. Marc-André Ter Stegen zögert kurz, entschließt sich dann aber, den Ball unter sich zu begraben. Nach 45 Minuten stand es im Signal Iduna Park 0:0. Es war alles andere als ein Fußball-Leckerbissen, aber die Defensive bei den Deutschen stand schon mal sehr kompakt. Das ist immerhin ein positiver Faktor hier zum Herausheben. Aber im zweiten Durchgang wurde es nicht viel besser. Argentinien immer mit den besseren Ideen. Wieder Marc-André Ter Stegen im Fokus, der hier einige Male gefährliche Szenen noch bevor sie entstanden, entschärfen konnte. Und auch kleinere Fehler bei Deutschland schlichen sich ein. Lautaro mit dem Seitenwechsel und dann dieser Ball in die Mitte. Nicht verkehrt gespielt, doch Niklas Süle ist nach 64 Minuten aufmerksam und drischt den auf die Tribüne. Das wäre ansonsten das sichere 0:1 gewesen. Deutschland musste jetzt wirklich aufpassen. Die Argentinier mit einer richtig guten Phase. De Paul auf der linken Seite. Das ist auch alles zu einfach. Deutschland lässt sich tief hinten reindrücken. Rodriguez, De Paul und dann ist Gündogan dazwischen. Erstmal nichts Seltsames dabei. Doch im zweiten Blick werden wir sehen, die Hand sehr weit ausgestreckt und wohl genau auf der 16-Meter-Linie. Das hätte dann den Strafstoß nach sich ziehen müssen. Nur ein Freundschaftsspiel, deswegen keine große Hektik. Dann nochmal Deutschland in der Schlussphase. Endlich mal mit dem gefährlichen Spiel nach vorne. Julian Brandt mit der guten Flanke. Halstenberg ist da mit dem Kopf. Doch der wurde dann auch ohne Probleme geklärt. Am Ende stand ein 0:0, das unter dem Strich dann doch relativ enttäuschend und belanglos war.